Ja, hallo alle zusammen. Willkommen zurück zu unserem richtig geilen Let's Play ETS hier. Ja, wir legen mal wieder los. Es war jetzt auch schon wieder eine lange Zeit, dass ich nicht mehr so wirklich aufgenommen hatte. Ist jetzt, glaube ich, fast eine Woche oder so her. Deswegen müssen wir das auch jetzt mal wieder durchziehen hier. Auch wenn das jetzt hier nur einmal eben eine kleine Aufnahmefolge wird, dadurch, dass ich den Part eigentlich ja schon längst draußen haben sollte, aber ja, nicht wirklich zeitlich dazu gekommen bin. Deswegen mache ich das jetzt nochmal schnell und dann wird der Part dann auch gleich wieder, oder was heißt gleich, aber wird da ein bisschen später folgen. Ich hoffe, dass das heute sowieso noch was wird. Mal schauen. Und wenn nicht, dann gibt es halt den für morgen ganz frisch und so. Na gut, wenn ihr den guckt, dann ist er natürlich nicht mehr frisch, weil da habe ich bestimmt wieder ein paar neue auf der Festplatte liegen. Aber ja, das ist jetzt Part 33. Haben wir es dann auch schon mal geschafft. Also das rennt hier so langsam, muss ich sagen. Jetzt auch gerade, wo mir YouTube hat, habt ihr bestimmt schon gesehen, mir die Tumblr-Dinger da, Dingsda-Bumsda freigegeben hat. Also die Bilder vor den Videos, ne, die kann ich jetzt selber designen. Das ist jetzt alles frei. Das ist jetzt richtig nice und richtig cool. Und ja, ne, dann wird dieses Let's Play jetzt auch noch viel besser. Ja, und ich überlege mir auch noch irgendwie was anderes zu machen in Richtung, gerade jetzt für ETS, weil ich mir da irgendwie doch so das Gefühl habe, Mensch, ich muss noch mal ein bisschen was anderes machen. Mensch, ich kann nicht nur die Leute immer nur gucken lassen, sondern ich muss die immer mal ein bisschen mehr mit, ja, einbeziehen einfach, weißt du? Weißt du, was ich meine, ne? Einfach mal sagen, Mensch, komm doch mal und komm, wir machen mal hier so irgendwie so einen Klönschnack oder so. Ne, während ich dann am Zocken bin, das ist eigentlich gar nicht so, das finde ich eigentlich ganz, ganz cool so. Aber da muss ich nochmal eben überlegen, dass wir das da nochmal irgendwie, mache ich nochmal ein Infovideo oder sonstiges drüber. Ne, dann werden wir mal schauen. Ja, und wenn ihr es noch nicht gemerkt habt, ich habe jetzt auch mal so ein, ja, eigentlich mehr oder weniger aus Jux und Dollerei und einfach, weil ich auch mal wieder Bock drauf hatte, ein Forum aufgesetzt. Na, das heißt Gamerfreunde, habt ihr sicherlich auch das Video gesehen auf meinem Kanal mittlerweile. Aber wenn ihr da mal vorbeigucken würdet, wäre es ganz cool. Da könnt ihr wirklich eure Let's Plays, eure Bilder, allen möglichen Kram posten und teilen und der Community einfach mitteilen. Oder es wäre einfach mal cool, wenn ihr da vorbeischaut, ne? Und ja, der Link, der ist unten in der Videobeschreibung. Na, also das Teil unter dem Video. Und ja, einfach mal draufklicken, vorbeischauen, anmelden, natürlich kostenlos. Und ja, dann freue ich mich, euch dort wieder zu sehen und hoffentlich auch mit dem einen oder anderen Post. So, genug Schleichwerbung. Ja, wir fahren jetzt hier noch 138 Kilometer. Und ja, mal schauen, in 2 Stunden und 11 angeblich. Ja. So ist das, Freunde. Was bremst er da? Was ist er für ein Feigling hier, ey? Er ist am Bremsen und da ist nix. Was labert der, ey? Ach ja, Baumstämme, ja klar, gut, die schieben natürlich so ein bisschen, ne? Muss da natürlich aufpassen. Ja, und ich habe auch viele positive Resonanz eigentlich gekriegt, oder Kommentare, muss ich ja eigentlich mal sagen. Die gesagt haben, ey, Bauer, du hast ja einen richtig geilen Skin, ne, der gefällt mir. Und da muss ich nochmal sagen, ne, danke an die Skinner, die beiden Jungs, die ich da am Werk hatte. Oh, wir fahren das erste Mal über 100 nebenbei, aber bergunter. So, nee, aber ich muss echt sagen, vielen herzlichen Dank. Und wenn ihr irgendwie Langeweile habt, dann können wir ja nochmal irgendwie uns zusammensetzen und dann können wir nochmal irgendwie was austuchteln hier und besprechen und so. Und dann gucken wir mal, dass wir da nochmal ein bisschen was anderes aufziehen. Aber da kommen wir später zu. Ich schreibe euch sonst nochmal an oder ihr schreibt mich an. Aber wenn ihr das Video seht, ne, weiß Bescheid. Beziehungsweise kannst ja mal mich anschreiben oder so. So, erstmal krüppeln wir jetzt den Berg hoch und ja. Ich muss übrigens auch nochmal eine Umfrage machen zum Livestream eigentlich, weil ich habe den ja jetzt mehr oder weniger abgesagt oder abgebrochen oder wie auch immer ihr das nennen wollt, von wegen, weil
ja, im Endeffekt nicht wirklich viele da waren und auch die Leute gesagt hatten, ja, scheiße, hab verpasst und oh nee, ich hab gar keine Zeit und scheiß Zeit sowieso und nö. So, da habe ich gesagt, ja gut, dann kann ich natürlich auch die Zeit sinnvoller gestalten, ne? Nicht, dass ich das Unsinn finde, aber ich kann sie dann anders gestalten im Sinne von irgendwelche Parts aufnehmen oder sonstiges. Und das hatte ich dann auch bis jetzt getan. Nur anscheinend. Geiler Anhänger. So, anscheinend vermissen es doch die einen oder anderen. Und da muss ich dann nochmal eine Umfrage machen. Oder ihr könnt es ja einfach mal in die Kommentare schreiben oder so, was ihr dann dazu meint, ob ihr wieder einen haben wollt oder nicht. Und dann müssten wir ja nochmal gucken, wenn ja, was für eine Zeit ihr das am besten finden würdet. Dass wir das dann irgendwie mal vernünftig auf die Reihe kriegen. So. Ja, cool, wir sind ja schon fast da. In Wien. Ne? Klick, 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 klick. So, komm, seht zu. Ja, da kommen wir sowieso nicht mehr rüber, wie ich die Schlange da sehe einfach. Ist einfach viel zu lang alles. Ja, siehst du. Da waren gerade drei LKWs drüber und dann wird er wieder rot, ey. Ich dreh durch. Ach, Manno. Tja, Mensch. Bin hier wieder voller Laune dabei. Ich find's im Moment einfach unheimlich geil, die Parts nacheinander rauszuschmettern hier. Naja, apropos, ich weiß, sorry Leute, aber LS kommt auch wieder. Ich hab's momentan irgendwie aus irgendwelchen Gründen, ach, hier will ich ja noch gar nicht ab, aus irgendwelchen Gründen ein wenig pausiert, sag ich mal. Es ist nicht komplett weg, es kommt wieder für alle LS-Freunde da draußen, ne, und auch ETS-Freunde, wenn ihr das guckt, oder wer auch immer Freunde, alle da draußen, die mir gerade zugucken. Es kommt wieder, aber ich muss mal eben ein bisschen Zeit dafür finden, beziehungsweise das heißt Zeit dafür finden. Ich komme immer nicht so direkt dazu zum Aufnehmen. Das ist eigentlich so das Problem. Ich habe zwar Zeit, aber ich weiß ich nicht, was ich da eigentlich so ein bisschen für ein Problem habe, aber irgendwie hänge ich da immer und denke, ja, nee, ich muss ja erstmal ETS und Minecraft aufnehmen, ne? Ja, und dann mache ich das und dann, scheiße, ich muss ja auch noch eigentlich hier LS aufnehmen und dann, ja, mache ich morgen. So, morgen sage ich dann das Gleiche. Ja, und dann schiebe ich mir das immer so ein bisschen hinterher, was natürlich mir auch wahnsinnig leid tut. Ich weiß, ihr habt euch so drauf gefreut am Anfang. Und es war auch eigentlich ein geiler Start, muss ich sagen, auch wenn ab und zu mal so ein kleiner Patzer dabei war. Aber das ist natürlich auch das, was euch ja Freude macht, ne? Wenn mal was nicht gerade gut läuft, sondern mal auch was schief läuft. Ja, dann könnt ihr natürlich immer wieder lachen. Haha, guck mal, wie doof der ist. Der kann doch nicht mal ein Schneidwerk vernünftig anhängen. Haha, er fährt gegen Baum, ey. Was ist das denn? So, ne? Und dann die ganzen netten Kommentare dann halt. Und solche Dinge. Aber ich werde euch sagen, es kommt wieder. Und das sehr bald. Dann hoffe ich, dass ihr da wieder kräftig mit dabei seid. Und ja, wenn auch noch ein bisschen mehr Kommentare kommen, dann werde ich auch nochmal speziell auf die Kommentare eingehen mit irgendeinem Video oder solcher Art. So mal kurze Kleinigkeiten, die ich hier mal gerade erzähle, weil ich ja gerade daran denke. Haha. Da werde ich dann auch nochmal was ganz Cooles machen, wenn ihr darauf Bock habt. Also, ne, dann kloppt die Kommentarbox voll und dann werde ich die euch und alles in dem Video benennen, beschreiben, was auch immer. Und ja. Na, dann schreibt einfach und so, ne? Wisst ja, das ganze Kram da, bla bla bla. Ne, und ich biege jetzt hier aber erstmal ab. So. Ja, cool. Ich glaube, da haben wir ihn wieder. Ich glaube, von letzter Folge hatten wir den ja gesucht, beziehungsweise versucht hinterherzufahren, den mein LKW. Mein LKW, jo. Aber da vorne fährt er und ich muss jetzt mal sehen, dass ich da so ein bisschen hinterherkomme, bevor der das nächste Mal wieder abbiegt. Also, seht zu, mein LKW.
So. Ja, genau, vor der Kurve, Alter. Meine Fresse, ey, die haben auch immer gesoffen, die Leute, ey. Weißt du, immer raus und überholen und, ne, und hier bremsen sie dann natürlich wieder ab, ey. Das sind natürlich die richtigen Heinis. Ach so, weil hier natürlich, weil hier ja ganz gefährlich wird. Musst du abbremsen, du, da hast du ja gar keine Chance, wenn du da durchbraust, da bist du ja gleich an die Wand geklatscht. Und das geht gar nicht. So, und jetzt natürlich wieder Gas geben ist richtig so. Hauptsache mich ausbremsen lassen. Und, ach Mann, ey. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, Überholverbot, ja, tolle Wurst. Ist wahrscheinlich nur wegen diesen scheiß Kurven hier. Da kommt ja keiner, oder? Seht ihr da einen? Alter, halt's Maul, ey, komm. So. So wird's, so ist richtig. Ach, hier muss ich ab. Alter, Falter. Ja, da fährt er ab. Ja, toll. Haben wir ihn noch ganz kurzzeitig gesehen? Ach, hier, stopp. Ups. Haben wir angehalten, ne? Habt ihr gesehen? Ganz kurz, aber nur. Ja, haben angehalten, aber nur ganz kurz. Und da war ja auch sowieso frei, also von daher. Oh Mann. Ja, aber ich muss nochmal sagen, dass ich meinen Skin immer noch geil finde. Tja, aber sowas muss natürlich. Ich meine, ich selber kann es leider noch nicht ganz so vollbringen, so geil, wie es jetzt eigentlich ist oder gemacht wurde von den beiden. Aber ich muss da nochmal mich dran setzen. Aber ich habe ja im Moment eher mehr zu tun, hier Folgen aufzunehmen, ne? Und ich habe ja auch jetzt mittlerweile wieder 52 Abonnenten, was recht geil ist. Und ich hoffe, da kommt auch noch ein bisschen mehr, denn, beziehungsweise, na, dass ihr halt die Videos vernünftig und verfolgt und so. Und das ist dann alles recht nice und recht gut soweit. Bin ich ganz begeistert, muss ich sagen, momentan. So, bla bla bla, bra, war, also da sind wir, genau. Ne, wie auch immer das, ja, wie auch immer das Dings da Bums da ausgesprochen wird, aber da sind wir. Und hier kratzen wir die Kurve und schalten mal runter. So, da sind wir, glaube ich, auch jetzt schon wieder angekommen, wa? Ja, geiler Scheiß. Alter, ey, dieser Scheißblinker, der geht mir auch jedes Mal wieder auf den Keks, ey. Wie der jedes Mal einfach in meinem Ohr immer klick, 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 klick. Die ganze Zeit, ohne Scheiß, ey. Das geht gar nicht. So. Ausgezeichnet, Junge, wir sind geil. Wir haben ausgezeichnet und Level 8. Nice. So, was ist denn unser nächster Auftrag? Ich weiß es nicht. Lass mal gucken. Da sind wir, Alter, am Po der Welt, ganz im Ernst, ey. Sollen wir da hoch durch die Tschechische Republik oder sollen wir da lang oder sollen wir da lang oder da lang oder da lang? Ich bin ja dafür, wir fahren hier mal durch Österreich durch. Ja, warum denn nicht, Mensch, ne? Was soll denn das? Komm, das machen wir. Oh, 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 da war mein... Scheiße. Da war mein Finger gerade nicht schnell genug. Da konnte ich das Lenkrad gerade nicht dementsprechend schnell genug drehen, wie ich es eigentlich wollte. Was mir selber zum Verhängnis wurde, aber... Beziehungsweise... Hä? Ist das nicht der, den wir anhängen? Hä? Ach komm, ey, du willst mich doch trollen hier. Ich muss jetzt erst nach vorne zum Einchecken, ja? Dass ich auch der Richtige bin, der den Anhänger abholt. Und damit das alles mit rechten Dingen bla 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 zugeht. Meine Piep. So. Ja komm, dann machen wir das in der nächsten Folge. Dadurch, dass das ja jetzt hier nur eine kurze Folge wird, dann unterbreche ich hier einmal kurz... Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder.
Und wenn euch das natürlich wieder gefallen hat, dann macht doch den Daumen bitte hoch oder ne, schreibt einen Kommentar, was auch immer. Und dann freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaut. Bis dahin, tschüss.